And I say this as the person who's currently responsible for space combat. This is a PvE game that allows PvP, not the other way around. Boom. Ich glaube, das ist Schadensbegrenzung. Und ich denke, das hier ist die echte Aussage. It's not the overall goal, overarching goal to make a perfect PvP game. Ich finde es großartig. Hat ein Streamer, Space Tomato, der hauptsächlich Talks macht, glaube ich, Space Tomato, Streamer Content Creator, hat tatsächlich Yogi Klatt und Avenger One an einen Tisch bekommen. Und die haben sich unterhalten über eine Stunde. Ich werde dieses Video laufen lassen und ich werde ganz hart schneiden. Hallo, ihr YouTuber da draußen. Wenn ihr das seht, dieses Video wird wahrscheinlich sehr stark geschnitten sein. Es werden so harte Cuts drin sein, eventuell, wo ich Kernelemente raus, damit dieses Video nicht 3 Stunden lang ist, sondern vielleicht nur 2 Stunden 40. My wife was a little bit awkward about this because I said, I'm gonna spend like, I don't know, maybe 120, 130 euros or something like that for a game that doesn't exist. And this was right while we were at university, we're low on money. And she was like, what? So, but yeah, this, what? I just thought the vision and all that was great. I always loved CRS games. So, so you started as a player? Yeah. Okay. And when did you start working with CIG? This was about 2017. I was working at Frontier as a audio programmer. Frontier. And Brexit happened, and we wanted to leave the UK. So, and CIG had a studio in Frankfurt, and I knew the audio director back then. So I switched. Okay. And, which then leads to the problem we have right now is that, although I'm really invested in PvP combat in terms of like, I want Star Citizen to succeed as a PvP game, but we don't have a lot of PvP players at the moment. Boah, so, da muss ich jetzt mal reingrätschen. Da geht das direkt nämlich schon los. Also hier, Yogi sagt jetzt hier eindeutig, ne? Das System, was wir jetzt haben, ist sehr engaging, macht, kann viel und so weiter, aber wenn jemand neu ins Spiel kommt, der hat K.O., er muss wahnsinnig viel Zeit investieren, um kämpfen zu können in dem Spiel. Und was er hier auch sagt und zugibt, finde ich einen sehr geilen, wichtigen Punkt. PvP im Spiel, wir haben im Spiel nicht viele PvP-Spieler. Das wirkt vielleicht immer mal so, weil darum dreht sich es im Chat, im Global, darum, da, oh, ich kenn's ja, oh, Piraten, komisch, immer wenn ich streame, immer wenn ich spiele, ist, oh, Piraten, seltsam. Im Chat, das sind so Sachen, die kommen da die ganze Zeit immer auf, PvP, aber unter der Oberfläche, glaube ich auch, unter diesem großen Wellenberg, der da Kampf und so weiter ist, da sind die meisten sind einfach nicht PvP-Spieler. Und er hat die Zahlen. Yogi kennt die Zahlen. Er sagt, wir haben einfach nicht viele PvP-Spieler. Wir reden hier über eine Sahnehaube obendrauf. Und das ist ein wichtiger Punkt. Is PvP something that you guys see as being a big part of the game? Something that people should focus on? Or kind of just something that can happen as far as moving forward? Okay, so from the design directive I got, right? And I say this as the person who's currently responsible for space combat. The directive that I got is, this is a PvE game that allows PvP, not the other way around. Boom. Meine Lieben, und das habe ich, da habe ich gedacht, dat, da gucken wir mal genauer rein. This is a PvE game that allows PvP, not the other way around. Which means, like, there's this question whether... Habt ihr das Gesicht von Avenger One gesehen? Das ist von gestern. Ich mache den Spektrum-Post, ich habe den schon liegen. Danke an Voodoo. Ich habe den Spektrum-Post noch schon liegen. Ich möchte trotzdem noch mal, ich meine, ist Yogi Klatt? Die Sachen, die wir sonst sehen im Inside Star Citizen und so weiter, die sind alle feingeschliffen. So ein Satz wäre da nicht gefallen. Ich finde es super, dass der sich da überhaupt hier stellt. Er ist der Hauptverantwortliche, hat er selbst gesagt, für den ganzen Bereich Kampf. Und er sagt, ich mach's nochmal, ich spiel's nochmal ab. The directive that I got is, die Direktive, die ich habe, ist, die ich bekommen this is habe, a PvE game
that allows PvP, not the other way around. Nicht andersrum. Und das hat er nicht gesagt, einfach so, sondern die Direktive, die er gesagt hat, da kannst du mir jetzt bei dem Spektrum-Post, den ich jetzt gleich raushole, kannst du mir sagen, was du willst. Das hat er gesagt, aus gutem Glauben und dass es so ist, wie es ist. Hier gibt es einen Spektrum-Post. Can we all give big thanks for appearing in Space Tomato? Richtig. So. Dann hat Yogi Klatt klargestellt, das war in der Tat von mir falsch ausgedrückt. Mein Kommentar war Teil einer beiläufigen Diskussion über Weltraumkämpfe und sollte betonen, dass Star Citizen kein reines PvP-Spiel ist und dass es Designentscheidungen gibt, die wir abwägen müssen, um zu überlegen, wie wir PvE-Szenarien und Kämpfe gleichzeitig am besten unterstützen können. Just to be clear, um es klar zu sagen, Star Citizen priorisiert sowohl PvE als auch PvP-Aspekte gleichermaßen. Das sagt er nachher nochmal was anderes. Da sagt er später noch was anderes. Das müssen wir mal, ob ich das noch finde. Und es ist entscheidend, dass wir eine Erfahrung entwickeln, bei der beides Spielstile berücksichtigt und unterstützt. Das sollte die wichtigste Erkenntnis sein. Ich glaube, dass das hier Schadensbegrenzung ist. Ich glaube, das ist Schadensbegrenzung. Und ich denke, das hier ist die echte Aussage. Für mich kam das ein bisschen von Herzen. Das ist die Direktive, die ihr von oben bekommt. Wir haben viel PvE und auch PvP. Which means, like, there's this question whether, like, the changes that we're doing are foremost aimed at making the whole game better for basically all players that want to enjoy combat versus just making things for PvP better. And this is also the reason why we're currently having master modes in that kind of state. Right, so I do agree, like the 1v1s, for example, like, I mean, the 1v1s were like called out as, oh, they're lame, they're kind of like, you feel locked in. Yeah, I agree with that. Okay, und das ist ja die Geschichte, auch das ist jetzt hier ein ganz wichtiger Punkt, bei dem wir uns gerade befinden, direkt am Anfang. Es geht den Master Modes-Spielern wie Avenger One oder den von Shadow Moses oder Dolus oder wer da noch, ich kenne nicht alle da, aber die High Society der PvPler geht es natürlich darum, viel Spielspaß rauszuziehen aus dem, was sie gerne tun. Und das ist 1 gegen 1 Kämpfe im Weltraum mit einer geilen Mechanik. Und Yogi sagt, das ist mit dem Master Mode, so wie es jetzt ist, nicht da. Es ist ein bisschen langweilig. Man ist so in dem Kampf gefangen, so eingesperrt und so weiter. Und sagt, jo, stimmt. Ja, ist so. Punkt. Aktuell ist so. Punkt. Right, that's true. Right, but the other changes we did were they were still better for the overall game. So immer noch besser für das Gesamtspiel. We hope that we can focus a little bit more or tweak the game a little bit more so that it allows more PvP in the future or has more interesting depth, right? But we won't get there in 3-2-3. Es geht halt auch um die Masse. Wir dürfen das nicht vergessen. Es geht auch um die Masse der Spieler. Wir wollen, es ist nicht nur das Rumfliegen, das Ballern von Kopfgeldmissionen. Star Citizen wird so viel größer und mehr Professionen und Spieltiefe und Optionen haben, dass das hier auch ein wichtiger Punkt ist, damit man im PvE-Kampf interessante Zusatzbegegnungen oder Erweiterungen hat und nicht, dass es darauf aus ist, einen Arena-Commander zu optimieren. Höre ich da raus. Finde ich nicht schlecht. A couple of things that we would probably do different. If Star Citizen would be a pure PvP game, we would probably not have gimbals or something like that. There's a couple of things where we would need to be very careful how we lay out and balance ships. For example, we have our ships like light fighters. They have vastly different gun options, right? Some have like, I mean, we're trying to do as best as we can to tune it in a way so that it feels balanced, it's not the overall goal, overarching goal to make a perfect PvP game. Like, it's like Star Citizen is a PvE game. Da, und er sagt's nochmal. Das ist das, was ich meinte. Er sagt's nochmal. Es ist nicht das große Ziel, nicht das Ziel, Star Citizen zu einem PvP-Game zu machen. Sondern Star Citizen ist ein PvE-Spiel, in dem PvP erlaubt und möglich und gewollt ist auch.
vielleicht auch nochmal zu meiner Person. Bitte, ich sage ja immer, es ist PvP, es ist PvP. Ich sag's aber, weil PvP da dazugehört und nicht, weil es ein reines PvP. Mich nervt, dass die Leute sagen, nein, ich werde in meinem Spieldings gestört. Ja, dann darfst du das Spiel nicht spielen. Es enthält PvP. Und du bist immer in Gefahr, PvP zu machen. Aber worum es jetzt hier geht, ist, en gros, das Spiel soll ja mit interessant werden, mit NPCs, mit einer Lebendigkeit und so weiter und so fort. Und auch von meiner Seite aus, ich finde es okay. Ich finde es wirklich okay. So der Gedanke daran, weil ich möchte nämlich Star Citizen als großes Riesenspiel haben mit einer total geilen Umgebung und Möglichkeiten und nicht nur losfliegen, Leute abschießen. Das ist nicht das, was ich Star Citizen, das ist nicht das, wo ich Star Citizen sehe. Klar mache ich auch Piraterie und so weiter und so fort. Arbeit gehört. Der Piraterie-Teil ist nur ein Teil, also meine eigene Basis aufbauen und so weiter. So sehe ich die Geschichten nachher in 10 Jahren, wenn das Spiel mal in die Beta geht. Da sehe ich Star Citizen. Ja? Und hier sagt er auch wieder, ich spule noch mal ein Stück zurück. Ich spule noch mal, da hören wir uns noch mal ganz kurz ein Stückchen an. Sie versuchen alles so gut wie es geht hinzukriegen für PvP. To tune it in a way so that it feels balanced. Ausgewogen. But it's not the overall goal, overarching goal to make a perfect PvP game. Like it's like Star Citizen is a PvE game that allows PvP, not vice versa. Nicht vice versa. Er sagt es zweimal. Er sagt es vorne und er sagt es hinten. Und der Spektrum, du kannst mir erzählen, was du willst. Der Spektrum Post ist Schadensbegrenzung. Es ist nicht das, was er hier frei und frank raussagt. Und ich finde es gut, was er hier frei und frank raussagt. Frank und frei raussagt. Ich finde, PvP ist wichtig. Und wir brauchen das, um Druck untereinander aufbauen zu können und das Spiel interessant zu gestalten, aber nicht, um rauszugehen. Und wir brauchen, es gibt Berufe, es gibt Söldnerberufe, es gibt Kopfgeldjäger und so weiter, auch für Spieler und so weiter und so fort. Alles wichtig. Piraterie gibt's. Verteidigung, da gehört dann auch PvP zu, wenn du deine Basis verteidigen willst, wenn du und so weiter. Aber es ist nicht das Ziel, dass das, ich finde es richtig. You can use a precision targeting mode, which is basically not very useful in dogfighting because you'll never be so close and so stable on target that the auto-gimbaling will actually... So, hier jetzt auch wieder, das haben wir noch nie gesehen, ne? Dieses precision targeting mode, dieses Ranzoomen. Und dann sagt er, im Close Combat Fight wird er wohl nicht benutzbar sein. Das heißt, wann? Also wenn du ein größeres Schiff hast, dann vielleicht oder als Turret-Gunner auf größere Entfernung. Also dieses nahe Ranzoomen auf die Dings, ich konnte es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist, wenn man im Fighter sitzt, dass man dann da ranzoomt oder so weiter. Ich lese gerade auch im Chat so ein bisschen hier, wenn ihr sagt, Master Modes sind langweilig. Master Modes spielt ihr aktuell aber auch nur im Arena Commander. Man muss auch sagen, es ist ein eingeschränktes Setting. Ihr findet Master Modes langweilig, weil Master Modes noch nicht im PU richtig getestet werden. Weil Master Modes aktuell nur den Kampf beinhaltet und zwar innerhalb von Arena Commander. Master Modes ist aber dafür da, nicht nur für den Kampf, später, aber auch für andere Schiffe und für andere Kombinationen, die jetzt noch gar nicht da sind, ob das dann langweilig ist im PU, das will ich mal dahingestellt lassen. Aktuell geht es nur darum, wer haut sich wen auf die Fresse und zwar in welcher Zeit, in welchem Kampfgeschehen, in welcher Art und Weise. Aktuell ist es nur im Arena Commander und da sind die Leute, die nichts anderes zu tun haben, als 10 Stunden am Tag Arena Commander zu spielen. Klar ist denen langweilig. Klar. Ja. When I talked about we're doing PvE now and later PvP, this is don't understand this as a general, oh, we're making a pure PvE game. No, the game itself, the mechanics, the combat dynamics and so on, they need to work in a systemic way, right? We know what the hammerhead should be good and bad at. We know what the medium and heavy fighters should be good or bad at, or we're trying at least to, I mean, some stuff just naturally evolves, right? But yeah. But we roughly know what our goal times are. but when I talk about
putting focus on PvP, on PvE. So specifically in this case, that means the 1v1s, for example, right? We simply currently do not have time to invest a lot of time or, yeah, basically it's time and money because like my work time is basically money, right? Mm-hmm. We cannot invest a lot currently in the 1v1s if I know that the majority of the combat players are not PvP players at the moment. So. Das ist auch wichtig. Wir können nicht, ich wiederhole das nochmal, was er gesagt hat auf Deutsch. Wir können aktuell nicht Zeit und Geld, im Sinne von Arbeitszeit, Zeit reinstecken in PvP, wenn der Großteil der Spieler im Moment gar keine, vor allen Dingen, PvP in 1 gegen 1 PvP, also dieses Aufeinandertreffen, in 1 gegen 1 PvP reinstecken, wenn die meisten Spieler eigentlich PvE-Spieler sind. Ich kann es nachvollziehen. Und da muss PvP nach hinten gesteckt werden. Es ist ja nicht weg. PvP ist ja nicht weg. Es ist dann halt aktuell nur nicht so im Fokus. Das heißt, der Entwicklungsschritt. Und das sind die Antworten, die ich mir eigentlich von Yogi oder von CLG erwarte. Und ich finde es gut, dass das so gemacht wird. Ich finde es gut. Ich mag PvP, aber nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis und es muss einen Fokus geben und das sind die Antworten, die ich erwartete, die ich auch begrüße. Moment. So this is why we're focusing on other things. If we had actually the dominant goal to make PvP good right now, we would invest in Jerk, we would invest in creating different or trying out different models. I mean, you yourself, you had the your big proponent of like make it faster, right? I don't necessarily agree with this because, but it doesn't mean that the overall thing you want to achieve, meaning hope probably something like I want to be evasive, right? In a light fighter, this can also be achieved in other ways, but currently we don't have the time to actually deep dive into these problems. Will it happen? I'm pretty sure it will. Like, just on my schedule, passieren? There's a lot of time scheduled out for IFCS where we just will try to get behind that ball. But also, wird es passieren? Werden wir uns um PvP kümmern? Ja. Auf meiner Liste, sagt er, auf dem Ticketsystem steht, wir wollen das und das machen. IFCS ist immer noch da, also ist es nicht weg, was die Leute vielleicht denken. Ist ja dieses Intelligent Flight System, wo du quasi Fly-by-Wire, du drückst das Ding nach vorne, hinten gehen die Düsen so und so und so. Ne? Also wir schieben das Schiff irgendwie durch die Gegend. IFCS ist immer noch die Grundlage für das Flugsystem, was schon alt ist und auch schon gut funktioniert. Ich glaube, das ist so. Sie machen es, aber nicht jetzt. For example, the typical problem that is often quoted to me. Oh, wait, I'm sitting in my Avenger, in my Gladius. I have laser repeaters. Now I have a range of 4 kilometers. Like they have no damage fall off and so on. So I can pepper a constellation from miles away. Kurz zur Fertigstellung, zur Dings. Das ist also ein Problem, was wohl häufiger mal angesprochen wurde. Pepper a constellation oder pepper a hammerhead oder pepper irgendwas heißt, also, ne? Zu pfeffern, also von weit weg zu schießen, dann geht ja die Streuung jetzt los und quasi Damage auf das ganze Schiff zu verteilen, also das zu pfeffern, ist wohl ein ziemliches Problem aktuell, weil du dadurch, dass du einen Jäger hast, du nicht getroffen werden kannst, weil du dem langsamen Projektil immer ausweichst. Du aber einfach auf die Hammerhead mit 2-3 Mann drauf schießt und die Hammerhead wegmachst oder die Constellation oder. And keep the shield in regen. That specifically won't happen in the future, right? If you pepper a constellation or any other size shield, a ship with size 3 shield generators, then the shield generators will basically not necessarily shrug it off, but they will not go into this high region delay. So the amount of delay. Okay, also die Size 3 Schilde und so weiter von größeren Schiffen werden nicht mehr in diesen Wiederauflade-Delay-Bereich kommen. Das heißt, irgendwann fängt das Schild dann offensichtlich an. Also bei den kleinen Fightern ist es ja so, du kriegst Schaden und das Schild kann nicht mehr weiterladen. Das Schild, aktuell ist es ja so, das Schild lädt erst wieder auf, wenn es eine gewisse Zeit lang keinen Schaden genommen hat. Bei den Size 3 Schilden dann wird es vielleicht so sein, so lese ich es jetzt raus,
dass das erst passiert, wenn die relativ down sind. Also wenn die dann im gewissen Bereich sind, laden die trotzdem immer wieder, immer weiter auf. That you get on impacting shields and so on will be dependent on the alpha damage that comes in. So that gets a little bit around that, right? So it sounds like to me, and I agree with this, and you know, a lot of us in the PvP space have kind of felt the same way. It's like you need to force the nature of trade combat in a sense that if I'm in a turret, I'm going to have range control issues on you, because if you're in a fighter moving around me, right? Yeah. So we need to bring it to a place where each party is now at risk of engaging each other, right? I would say actually the turret should almost always outrange any kind of like fight. So, hier auch nochmal. Avenger One sagt, ey, wenn du nah genug rankommst, um Schaden anzubringen, sollen beide in Gefahr sein, Schaden zu nehmen. Also wenn du rankommst, um Schaden zu machen, bist du in der Reichweite, um Schaden zu nehmen. Und Yogi sagt, ja, ich würde sagen, Türme sollen eigentlich immer im Vorteil sein und einen Jäger wegblasen können. Right, so they're coming in. Right, they should outrange it. So the only way to get away from the turret is to either get right up on it and make it harder for the turret to track you at close range because you're creating too many deflection angles. Or because it's really close, but yeah. Finde ich auch wieder geil. Hier, er sagt, okay, also dann müsste als Jäger ganz nah an den Turm ran, damit der Turm nicht hinterher drehen kann und so weiter. Und Jorgi so, haha, ja, da muss aber verdammt nah rankommen. Finde ich auch geil. Also dieses, ja, also ich habe so das Gefühl, Avenger One möchte gerne, ja, ich möchte irgendwie an den Türmen vorbei. Und Jorgi sagt, ja, aber Turm schlägt Dame. So nach dem Motto. Und das finde ich einen guten Ansatz. Generell. Yeah, I mean, very close, which is good. Die Frage, wofür noch Lightfighter da sind, right? You see their eyes. Yeah. So, for me, from a design perspective and so on, I find lead pips not very good. I think we should use leg pips, but just really only because... Chips. Also, er findet lead pips nicht gut, weil du dann vorne auf das Dingen zielst. Ne? Von einer Designperspektive. Ich kann es auch verstehen. Und das kommt, glaube ich, auch gleich, weil eigentlich ist es geiler, das Schiff anzugucken. Someone clip that. Und Leg-Pips sind die dahinter. The reason is simple, because if you fire at lead pips, then your whole visual attention is on a point in space, and you just overlay this with a crosshair. If you are on leg pips, you're actually painting the target. You're looking at what the target does, which is much better. Now, so. Mike, I want to understand, like I said, but you kind of answered it, like we are staying with the lag pip lead pip system, right? It's just, as far as I understand it, from your perspective, tell me if I'm wrong here, you want higher velocity weapons so it reduces wiggle, right? Because higher velocity weapons are easier to track. So you want high velocity weapons relative to the speeds of the ships. So you want close range, you want high velocity weapons, and you want low overall ship speeds. Now, you can achieve all three of these things, but... The problem is with the lag lead pip system, it just becomes, how do I say it this way? Like a game of chasing the little dot, right? Before, tell me if this comes through. It does. Did this come through? Okay. So yes. This is a gunnery system example. I'm not saying we go make Star Wars Squadrons, right? But my speed's at 158. I have no lag pip lead pip. I have a bore sight, like a typical gun system you'd see in typical World War II. I have high velocity projectiles and I have low relative ship speeds. But the reason why the gunnery feels good in this game is because I don't have a lag pip, lead pip. I actually have to get visual on my target before I even want to do anything with it. And what happens if you're on target? Well, so there's a little bit of fixed assist. You know, you have high velocity weapons, so the lead angle isn't so dramatic that... Ich finde, also jetzt kommt hier ein Beispiel von Star Wars und Yogi grinst schon wieder, weil er... sich darüber auch schon Gedanken gemacht hat, ist für mich also von der Körpersprache her, von der Mimik, und dann sagt er, ja, okay, da gibt's keinen Pip, du musst halt drauf sein, du musst das Schiff angucken, dann kannst du ballern und dann gibt's wohl eine kleine Zielhilfe, die dann dich ranzieht, und ich finde, Yogi hat schon so, ja, das haben wir auch gesehen, darüber haben wir auch nachgedacht. Ich finde, also von der Mimik, von der Körpersprache ist es so, die wissen, was sie tun. Ich bin richtig confident, richtig zuversichtlich, dass die genau wissen, was die da machen. Yeah, but you have aim assist in there and they will fire at the lead pips.
of that. They will. They will fire the lead pips. But you don't have to visually show that to the pilot, is what I'm saying, right? And, you know, so this achieves, this is an example of something that achieves all the goals that it seems like SIG wants for the more cinematic experience. Like, obviously, there's, this guy's not free. Why not want the choice of seeing the pips, though? That is a good question. Entschuldigung, das ist eine gute Frage. Space Tomato, die ganze Zeit nichts gesagt und stellt eine richtig geile Frage. Warum nicht einfach entscheiden lassen, ob du die Pips siehst oder nicht? Dann, in dem Fall. Warum nicht einfach entscheiden lassen, ob du die Pips siehst oder nicht? Und warum soll man die Pips nicht sehen? Well, the problem is, if you see the Pips, here's the thing, if you see the Pips, you're going to start engaging from dramatically longer distances because you're not looking at the target. You're just looking at the pip. But that's, again, most people just look at the little dot, pull onto it, and fire, regardless of what's going on in front of them, because they don't care. Like, they just see the little dot, they pull onto it, they pull the trigger, and they let the game figure it out. But to me, that sounds a bit like maintaining this idea of the player skill and knowledge still has to be there to help them be the most effective in combat. You still have to know what your combat ranges are. To some degree, but with dramatic, like, I mean, okay, so let me give you this example. So I'm not opposed to that at all. It's just like, from what we have right now, the new gunnery system needed to support the current Star Citizen experience. What we're going to do with that in the future, if we think we don't want pips, we just want to do the visual aiming thing, that's absolutely fine, right? Like, I don't necessarily say that's a bad idea. We could also maybe just have the pips just a precision mode or something like that, like, because the precision targeting, for example, in an Ares, like, the Ares doesn't have a... Aber er sagt ja jetzt, also Jogi sagt, also wir können das so machen, können das, sie wissen es also nicht, also dieses PIP-System. Ich glaube, das ist bei denen gerade noch im, also das fühlt sich für mich so an, als wäre das PIP-System gerade noch in der Arbeit, so im Kopf auch. Jogi sagt ja auch, diese Lead-PIP ist, findet er nicht so schön, Leck-Pip besser, weil du dann auf das Schiff zielst. Auch für das Precision-Targeting zoomst du ja ran dafür, sagt er, dass man da vielleicht die Pips sieht, wo du genau hinschiebst. Das hört sich für mich so an, als wären sie da noch nicht am großen Bäumchen angekommen. Heißt bei uns großes Bäumchen, kennt man das außerhalb von Ruhrpott, am großen Bäumchen angekommen. Also da, wo das Ziel ist. The pick. Yeah, doesn't have like a pick. Good, yeah. Yeah, doesn't have a gimbal to so that that would be, so that is perfectly fine, that works for me, but this is also something I like the idea, right? We can also like ramp up the aim assist or something like that based on distance. It's also all not a big problem. It's just like we didn't get there yet, right? Yeah, it sounds like there's still a lot more work going into the gunnery and master modes after 323. Yeah, I mean, the main thing for gunnery for 323 is that we're replacing the current system that we have in the game right now. Like, the thing that always annoyed me is, again, the Ares, right? You put your target, or you put your crosshair on the pip, and or the target in front of you, and all the shots are passing it from the right to the right side, because the pips in the legacy system, they don't show you where you need to aim. They show you just where the perfect pip is, but the new gunnery system shows the pips in relation to where the weapon needs the pip to be. So basically, we project it onto the crosshair. So when you now sit in an Ares and you have a target in front of you and you align yourself with the pip, you will see that the pip is a little bit a move to the left of a target. And when you then overlay it with the crosshair, you get a direct hit on your target. When it was finally revealed you were wanting to get a first pass in for 323, I was like, whoa, that was fast. Yeah, well, it's was bound to happen. The problem is, if we don't enable the system, we just keep dragging legacy around. Sure. And we hate that, because it means like you need to support two different tuning systems at the same time. This is why in 323 we're having the weapons in there. Und das ist auch richtig so. Und das haben sie gelernt. Und du kannst Legacy Systems, also Altlasten, es wird dann in 323 erstmal schlimm werden. Auf so vielen Leveln. Ich bin sicher, 323 wird sich durch alles, was wir bekommen, wird sich richtig schwierig anfühlen. Von EVA bis Flight Model, und viele Sachen werden seltsam sein, aber wir müssen, wenn wir 323 bekommen, müssen wir da durch. Und es ist einfach wichtig, dass die das jetzt rausbringen und wir das einfach mitnehmen und wir da mitgehen.
One of the biggest places where we're getting a lot of like questions and concern from are people who are flying industrial ships, larger ships, your Caterpillar, C2, whatever it might be. They have a lot of concerns that they're not being as considered when it comes to master modes. Do you have, I think you talked about this on Star Citizen Live actually, but do you have comforting words for them that you guys have put a lot of thought and tested their situations as well? Don't worry. I mean, is all I can say. The thing is, so we have this little, okay, so everybody who listens to me, don't misquote me here now, right? But between Rich Tower and me, we had a, we had a disagreement what actually means industrial. From my point of view, right, because I'm focusing on space combat, there's no such thing as a combat ship, as a non-combat ship, right? Because all ships can be in combat. So we need to be, we need to treat them fair, right? It's not like, hey, you're flying a... Auch eine geile Aussage, ne? Also, es gibt kein Nicht-Combat-Ship im Grunde genommen. Also alles, auch die großen, die Capitals oder die Transporter und so weiter, die haben alle eine Knarre dran. Also gibt's ein Schiff, wo keine Knarre dran ist? Also wo nicht Combat. Und selbst wenn da keine Knarre dran ist, hat das Schiff ein Schild oder eine Panzerung. Im Grunde genommen, ja, genau, keine Knarre dran, aber Schiff immer noch Schild und Panzerung. Im Grunde genommen auch das Ding ist Combat oder kann Combat abkriegen. Worauf er hinaus will, ist ja, dass sich auch darum gekümmert wird. Und don't panic. A container ship, and I'm coming here with my arrows. I do two shots, and you're blowing up or something like that. Of course not, right? Like, we need to make sure that the turrets and the defenses of these ships actually give you enough to work with. Remember earlier when I said that these size 3 shield generators, they will be very resistant to like fire from anti-fighter weaponry, right? That is part of the equation here, right? So I wouldn't worry about that. In live, the meta is Hornets, which are mediums. Yeah, but the Hornet is currently buggy, right? The Hornet There's a lot of buggies. No. But seriously, like, what happened to the Hornet is when the... Habt ihr gehört? Also, die Hornet ist meta, weil die Hornet ist buggy. Ne? Nur mal so zur Info, für die ganzen Hornet-Piloten, die jetzt übrigens die Gelegenheit haben, demnächst die MK2 zu kaufen, offensichtlich, die geleakt wurde. Da nochmal ein kleiner Hinweis an die ihre Portemonnaies nicht festhalten können. Ne? Da soll angeblich, also er hat jetzt gesagt, die Buggy ist ein bisschen buggy. Könnte, der eine oder andere könnte meinen, dass er... Ich möchte das nicht weiter ausführen. Den Rest müsst ihr euch denken. We'll have to see. There's a lot of stuff coming with like capital ships. I mean, if you talk about true capital ships, these things are supposed to be really big challenges for players, and we actually need to work on these bigger loops on how to make this interesting. But then it also has to do with like resource network gameplay and so on, because while our small ship combat is mostly about, or we want this mostly to be about maneuvering, the large ship combat is supposed to be more like a naval style thing where you have to coordinate with turret gunners and focusing on weak points and all that stuff, giving them the right side of your presenting the right cheek, so to speak, when you're supposed to getting damaged, because like the back shield is maybe higher up, and there's more stuff to be done. For example, I don't think the current shield system is really suitable for capital ship combat, because due to the way how we're moving shield phases around and all that, so that will all need to be, there's more stuff to that, way more than just like the thing we're currently struggling still with, which is the light fighter combat. It seems like... Or light, small ship combat, sorry. Don't misquote me, please. Small ship combat. Also geht noch mehr als nur... Und das ist halt auch immer wieder ein wichtiger Punkt. Es ist mehr als nur, dass sich zwei Leute gegenüberstehen und bekämpfen, beschießen. Ob es langweilig ist, okay, hat er zugegeben, ist aktuell langweilig. Es geht um mehr. Es geht um große Geschütze, große Schiffe, mittelgroße Schiffe, kleine Schiffe. Es geht einfach weiter. Sie müssen da den Weg finden. Und denkt bitte nochmal mit dran, Panzerung ist noch nicht wirklich drin. Und dann der Ort, wo du triffst, soll relevant sein, weil du durch das Schiff durchschießen kannst und Komponenten zerstören kannst. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen.
das sind so Sachen, es geht nicht darum, das Schiff mit der Lebenspunkten runterzuhauen, sondern es geht eventuell auch darum, dem Schiff die Schilde kaputt zu schießen, die Schildemitter, wenn man weiß, wo die sind. Solche Dinge sind hier auch noch gar nicht angesprochen worden. Und da sehe ich halt, auch noch 2 Jahre ins Land gehen. And if it's harder to get on target, but when you do get on target, you're rewarded for it, I feel like it's a way better place to put the game instead of, you know, 80% of your damage is kind of always hitting. And then, because then it becomes much more based on like numbers and it's much more of an MMO kind of feel, which may be what CIG wants to do No. One thing I can say with sure, I hate it. Like, hate it when I fire at something and the freaking number pops up. I hate this so much, right? This is why I love even you, hate. Buddy. But this is just me, because for me that just breaks immersion, right? Yeah. I like the feeling of having of not knowing what is actually happening. You know, there were some first person shooters, right, with no hit markers, and you fired at somebody and the enemy would be knocked over and they're falling behind the desk, right? And it's like, is he dead? Is he not dead? Yeah, so you go there, and the guy is gone, right? So, und das finde ich, boah, Yogi, ey, ich möchte dich umarmen und knutschen. Ich muss das hier nochmal sagen. Jetzt auf das FPS bezogen, was wir letztens gesehen haben, mit den Hitmarkern. Jetzt bekommst du die Information, X, rotes X, Gegner ist tot. Alles klar, nächste. Finde ich furchtbar. Und das ist genau das, was er sagt. Das habe ich vor 3 Tagen, habe ich am Sonntag, glaube ich, gesagt. Habe ich das schon gesagt. Ich mag das überhaupt nicht. Geiler ist, der fällt um und du weißt nicht, ist der tot, der liegt da hinter einem Tresen. Guckt der gleich nochmal um die Ecke, du musst da rumgehen. Nein, du siehst, Ting, rotes X, ist tot, alles klar, geht weiter. Ne? So. Hitmarker kann man abschalten. Cyridian, du schaltest doch nichts ab, was dir einen Vorteil verschafft. Das wird abschaltbar sein. Aber ich schalte doch nicht ab, was mir einen Vorteil verschafft. Die Hitmarker müssen weg an der Stelle. Gerade wenn der PvP-Bereich ist. Ja? Und Sniper mit der Taschenlampe. Okay. Ja, ich fand das viel spannender, also dieser Armor-Style. Wenn du nicht weißt, fällt der um, bam, süß, blob, fällt um, alles klar, ist tot. Wenn du das genau sehen kannst. Wenn der aber nur stolpert oder wenn der nur, ich muss dann sagen, Yogi, echt großartig. Ich finde das super, dass du das auch gut findest. Ich hoffe, da kann er was machen dran, aber das ist wahrscheinlich seine Abteilung. Das finde ich eine sehr, sehr schlimme Entscheidung aktuell in dem FPS-Bereich. Das ist sehr arkadisch, tut mir leid. I like that, right? I like that you actually have to work with that kind of like imperfect knowledge what's going to happen, because it also makes for interesting decision making. You cannot overdo it, of course, right? You need to have valid cues everywhere in the world so that you can actually make meaningful decision making, but not knowing everything should be part of the game as well. Yeah. But not knowing anything, should be part of the game. Wisst ihr, ich möchte gerne, wenn da so eine Kampfsituation ist, ich möchte dann gerne um den Counter drumherum gehen, wo du nicht weißt. Und dann möchte ich aufschreien wie so ein Mädchen, wie so ein kleines Mädchen, mich total erschrecken, weil der Typ da mit der Knarre auf mich zielt und wartet, dass ich um den Counter drumherum komme. Das Gefühl möchte ich. Ich möchte so, habe ich ihn erledigt? Nein, ich habe ihn nicht erledigt. Und dann kommt das Fund angeflogen. Das will ich haben. Das will ich haben. Das ist geil. The future is also going to be a little bit harder to calculate. We can make up like ideal numbers, but specifically with Maelstrom later, where every part of the ship is its own entity. You're just and your ships don't necessarily blow up directly, but you rather like make them, you cripple them, right? Mm-hmm. Yeah, disable them, and then you have these debris flying around or this half-functional debris, that will actually probably change. So I don't have a definitive answer to that. If 2.5 seconds feel fine, that's okay, cool. Also er sagt ja auch, ja, wenn du das gut findest, dann okay. Aber mit Maelstrom und wo die ganzen Teile dann eigene Entitäten sind, also selbstständig für sich gesehene Dinge, die abfallen können, kaputt gehen können, wo du dann durch das Schiff durchschießen kannst, wo du dann die Komponenten zerstören kannst oder beschädigen und so, dann wird sich noch viel ändern. Und das ist halt, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist der Ausblick in
das, was das Ziel ist. Und was wir jetzt bekommen, ist halt erstmal nur der so schlimm wie das ist, dass wir das erst jetzt bekommen. So furchtbar und so langsam und so bescheuert, aber wir können das, was jetzt kommt, nicht als finales Ding ansehen. Es fehlen noch Teile und 2,5 Sekunden, okay, das wird sich verändern, ja. Und Druckverlust und da warte ich auch drauf. Tür auf. Yeah. Quantum boosting. Is that... Yeah. So, will Quantum that replace spline jumps around planets? Wird das die Spline-Sprünge verändern? Yes and no. So boosting, or in general, there's not a lot of difference between quantum travel and quantum boosting. Your computer, basically, your ship computer decides if quantum boosting or quantum traveling is being used. Okay, krass. Das ist interessant. Das ist eine Neuigkeit, finde ich. Also Quantum Boosting gehört ja auch zu Master Modes. Das ist ja auch eine Master Modes. Wir reden immer von Master Modes. Ich habe das letzte Mal schon gesagt. Aktuell ist Master Modes der Stellvertretername für wie wird gekämpft. Aber Master Modes ist SCM und also die Kampfgeschwindigkeit mit Schilden an und so weiter. Ist die NAV, der NAV Modus ist Quantum Boosting und der Quantum Sprung. Jetzt höre ich gerade. Der Bordcomputer entscheidet, ob die Entfernung, die du zurücklegst, offensichtlich, ob du dann in den Quantum Boost Modus gehst oder ob du in den Quantum Jump Modus gehst. Beim Boosten musst du so, du musst ja demnächst, glaube ich, sowieso ein Minispiel kleines machen, ob du den am Anfang, die ersten 5 Sekunden, ob du da dich ausgerichtet hast und springst, ne? Und bei dem Quantum Boosting soll das ja so sein, du kannst dann bis zu 50.000 Kilometer, meine ich, wäre mal eine Ansage gewesen, 50.000 Kilometer über diesen Quantum Boost benutzen. Wenn du 1 Million Meilen springst, springt der dich dann da anders hin, der Bordcomputer. Das finde ich jetzt interessant. Also es gibt keinen eigentlichen Unterschied zwischen Quantum Jump und Quantum Boost, außer dass du, keine Ahnung, den jederzeit stoppen kannst oder so. Vielleicht ist das auch, du startest den Boost. Ich weiß nicht, er sagt ja nichts dazu. Startest den Boost und wenn du die 50.000 hinter dir hast, bist du dann im Quantum Jump oder so? We will probably have or implement a version, a spline version of quantum boosting, but it will be working similar in okay. a similar way, I guess. But also that Q in general, the new quantum experience is not slated for 3-2-3. Aber kommt nicht in 3.23. Later this year. So, später dieses Jahr, it can still change. But you can be sure that we want to be able to quickly traverse from A to B. So because there was like the question, oh, do I need then to go around the OMs around the planet instead? Okay. Probably not. Like we'll have some version of spline jumping. So I hope you guys got some good conclusive answers out of this, or at least it picked your brain a little bit more for your own thoughts. Ein super Typ auf jeden Fall. But thanks for watching. Space Tomato auch geil, der Ding gekriegt hat. So, dann danke fürs Zuschauen. Genau, da ist Space Tomato Gaming, richtig. So, da sind nochmal die Adressen von Space Tomato. Bitte hier jetzt abschreiben. Und ja, im Grunde genommen ist es das. Wir machen noch mal ein paar abschließende Gedanken dazu. Also, super Content habe ich aber selber gar nicht gemacht. Habe ich aber leider selber nicht gemacht. Aber ich fand das so wichtig. Ich habe ja gestern gesagt, mich nervt so ein bisschen dieses ganze Master Modes Gerede und was da alles. Und alle haben eine Meinung und alle haben eine Idee und so weiter und so fort. Jetzt, dass genau gestern dieses Video rauskommt von Space Tomato mit dem Talk mit Yogi. Yogi konnte frei sprechen. Yogi hat einfach auch mal so ein bisschen erzählt, also dass Avenger One sicher eine dicke Kröte geschluckt hat. Oder die ganzen, ich sage mal, wie sage ich es am besten, Enthusiasten für den ehrenhaften 1-gegen-1 Combat-Kampf zum Beispiel. Den Enthusiasten so ein bisschen den Wind aus dem Segel genommen hat, dass wir sagen, okay, der Tenor ist eigentlich, wir machen jetzt erstmal für PvE. Ich habe jetzt mehrfach im Chat gelesen, für PvE zu entwickeln ist leichter als für PvP. Ja,
hat er auch gesagt. Sie machen erstmal PvP, PvE, um sich dann später, und sie haben kein genaues Datum, sie wissen noch nicht wann, so wie bei vielen Sachen, um sich dann dediziert dann um den PvP-Teil mehr zu kümmern. Aber es geht erstmal darum, um das en gros, die Einstiegshürden für den Kampf abzusetzen, runterzufahren, dass jeder die Chance hat, überhaupt zu engagen in so einem Kampf mit NPCs, aber auch mit Spielern, aber erstmal die Sachen begreifbar zu machen, ersichtlich zu machen, zugänglich zu machen und so weiter. Die Sachen, die wir mit Master Mods in 3.23 kriegen, sind ja noch nicht fertig, sind ja nicht abgeschlossen. Und ich bin ja Outlaw, ich bin Pirat, ich suche PvP. PvP passiert uns, weil unser das, was wir machen wollen, anderen Leuten die Sachen wegnehmen, hat halt einen PvP-Aspekt. Ja, so. Aber auch ich muss dann sagen, ja, ist so. Ich kann es verstehen. Die Leute sollen, jeder, den wir da treffen, soll besser in Interaktion treten können. Und wenn das heißt, dass wir alle so ein anderes Fundament bekommen, und das Fundament hätte vor 12 Jahren schon passieren sollen und so weiter, näher werden wir in unseren Lebzeiten im Space nicht mehr kommen, erstmal als. Also überschaubar. Näher werden wir diesem Science Fiction erstmal nicht eintauchen können. Und da sind leider, gehört es dazu, dass man da Abstriche machen muss, Kompromisse eingehen muss und so weiter. Es fehlt an allen Ecken und Enden schon seit Jahren. Es fehlt auch jetzt. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Arbeits... Weisen oder die, sagen wir mal, vielleicht nicht genug Leute dran arbeiten, ich weiß es nicht. Man hat das Gefühl, dass die immer hinten dran stehen, dass die einfach einen riesen Berg noch von Arbeit haben und es irgendwie nicht schaffen. Das ist das Negative, weil ich da so mitnehme aus dem Gespräch. Das Positive ist, dass sie jetzt auf jeden Fall mal einen Weg gehen, für jeden abzuholen. Einfach Spaß haben, das ist gar keine schlechte Idee. Das war's von mir soweit. Schönen Dank fürs Zuschauen, schönen Dank für den Support. 3 Stunden, Junge, 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 Junge. Aber es war wichtig. Es war einfach wichtig. Ich musste das thematisieren. Ich habe viel mitgenommen. Und jetzt muss ich mir ein bisschen den Hund kuscheln, weil er ist bestimmt traurig.